Kleine kennen sicher schon den Vorarlbsee. Überhaupt das ganze Gelände Voralp mit dieser ganz schönen Aussicht. Ja, das war am 1. Oktober 2019. Am Morgen um 9:30 Uhr. Da hat es ein bisschen geneppelt, unten beim See. Eine wunderschöne Stimmung. Und das ist unten, dort, wo wir auch heute sind, am 27. August 2021. Eine wunderschöne Stimmung, wenn man so aus dem Nebel raus kann auftauchen, rauf, eben in die schöne Welt rund um die Voralp herum. Ja, und das ist der See und dort unten hat es einen Kiosk, am Semmi sein Kiosk und oben, das ist das Kurhaus, wo man gut essen, auf das kommen wir noch. Der Semmi, da unten beim Kiosk, der bietet einiges an. Ich zeige euch einmal so ein paar Sachen, lese es einfach selber durch. Es war früher ein Kiosk und jetzt gibt es einfach einiges mehr, seit der Semmi da oben ist. Heute ist der Semmi rumgestorben wie ein Bienchen. Semmi, bist du nervös? Nein, ich muss aufs WC. Aha, dann geht's noch. Vielleicht ist das ein Zeichen von Nervosität. Und weg war sie und ich bin zur Laube gegangen, seine Liebe. Ja, mir gefällt gut. Hast du dich gut eingelebt, hä? Ja, schon. St. Petersburg und Voralpsee ist ein Unterschied, hä? Ja, Natur ist Unterschied und Volk ist auch nicht gleich. Ja. Und trotzdem, gell, auch am Voralpsee kommt internationale Kundschaft. Das sind ja, nicht nur Schweizer. Ja, viele, wirklich. Von der ganzen Welt gibt es viele verschiedene Volken. Fast jeden Tag kommen Leute aus Russland auch. Ich höre ganz verschiedene Dialekte. Meine Sprache, Muttersprache. Hier am Voralpsee. Ja, genau. Unglaublich. Also richtig international, hä? Wirklich, ja. Und die kommen nicht wegen dir. Warum kommen die denn hierher? Besonders wegen See und wollen klettern viele. Ah, genau. Sehr bekannte Ort, ja. Ja, ja. Warst du auch mal am Fuß dieser Wand? Warst du auch mal da oben? Ich war dort, aber ganz unten. Okay. Na super, dann geht's jetzt los, gell? Ja. Viel gut. Stress auch, oder? Nicht viel, aber gibt es ab und zu. Ja, aber du machst einen ganz ruhigen Eindruck. Danke. Du das cool. Dankeschön. Semmi, gell, ist schon gut, wenn man so eine Hilfe hat. Ja, vor allem, ihr Alter ist optimal. Gell? Ja, sie ist 14 Jahre jünger als ich. Dann Nein. Wird man langsam ein alter Mann, weiss, dass man noch ein drittes Bein hat. Herrgott, Semmi, ich bin Jahrgang 53, du bist 48 und meine Frau ist schon 14 Jahre jünger. Oh, wie? Ja, und ist von Kärnten. Also, gell? Ist ja etwas Lästiges, wenn man so eine Hilfe hat. Ja, super. Super, eine Lebenshilfe. Gell? Deine Frau, deine Lebensgefährtin, hat gesagt, kommen da Leute von Russland her, von überall her. Gell? Und sie sagt, wegen dem Klettern, das kleine Wändchen dort oben. Ja, also die weitesten waren in Mexico City. Da war ein Paar, wo beide klettern. Auf der Hosungsreise sind sie von Mexico City hierher kommt, um zu klettern, eine Woche lang. Wegen 43 Meter? Ja, sie sagen, es sei etwas vom Schwierigsten und vom Vielfältigsten von der Kletterei, von dem Free Climbing, wie sie sagen. Okay, die Wand, du hast gesagt, 43 Meter ist die Wand? 43 Meter und 5 Meter überhängig. Aha. Und dann kann sie eigentlich im Schermen klettern. Du bist ja ein Sportlicher, also du warst sicher schon am Fuß dort gewesen, von dem Wändchen. Ja, dort bin ich schon gewesen, aber von Klettern keine Rede und Sport. Am besten ist, wenn ich schwer muss oder ziemlich arbeiten muss. Ach, Ruth, hast du gesagt, dann mache ich am meisten Sport. Dann merke ich es nicht. Jetzt siehst du schon, von bloßem Auge. Ja, und das Wändchen ist in den Anfang der 80er Jahre entdeckt worden von dem Free Climbing, das hier aufgekommen ist. Und die haben eben einen Beat Kammerlander vom Vorarlberg. Er ist ein Pionier und hat dann die unter anderem die 18 verschiedenen Routen in das 43 Meter hohe Wändli einbauen oder wie sagt man, macht halt mit diesen Höcken und Zeug, die es braucht. Ich weiß es auch nicht. Und da kommt also von überall her, manchmal haben sie, es kommt mir manchmal vor, es wie irgendwie bei der Swisscom im Laden, muss das ein Nümmerli musst du rauslassen. Manchmal hat es 20 oder 25 Kletterer da. Und dann kommt es auch noch zu dir in den Kiosk dann? Ja, sie sind nicht unbedingt Kletterer generell, sie sind nicht unbedingt die der Geldsäckel Beine haben. Aha. Aber ab und zu ein paar kommen da, also Stammgäste habe ich ein paar. Aber die meisten arbeiten nur so, dass sie das Klettern vermuten. Und da muss man ehrlich sein, gell? Da oben läuft es brutal, nicht? Ja.
da bin ich, komme ich schon an die Limite manchmal als 73-Jähriger. Aber die meiste Zeit habe ich es im Griff und hauptsächlich mache ich das mit meiner Routine, die ich jahrelang hergeholt habe von überall. Und mit dem Einfallsreichtum, gell? Ja, sehr gerne, ja, eine kleine Innovation. Mein Grossvater war schon ein innovativer Mensch. Der hat zum Beispiel die erste, am Grabser Berg Bäckerei gehabt und die erste Kindernahrung weit und breit hat er hergestellt. Ja. Da. Wir sehen es, jetzt kommt dann die Grabser, ich bin ja gespannt, wir reden dann nachher nochmal darüber. Du bietest ja hier allerhand an. Es ist ja wirklich im Vergleich zu früher wirklich super, weil man denkt, ich jose früher, gell? Was hat es gegeben? Entweder nichts oder ein Brügel in so etwas und seit du da oben gibst, gibt es ja doch allerhand. Ja gut, es hat derge Leute und derge, die sagen, das sei super, dass wir da ein normales Essen rein können. Und dann gibt es die, die sagen, ich hätte den Kiosk zweckentfremdet. Hoi. Ja, warum ist das? Zum Beispiel die Gesundheitskommission, die hat nichts auszusetzen, aber sagt, dass sie, wenn man das gebaut hat zu dem, was ich mache, dann sah es anders aus. Aha, ja gut, also ich finde es super. Und auch dein Engagement und die Innovation, die du bringst. Wir sehen es dann noch, gell? Ja, okay. Ja. Nein, das sind noch nicht Häuser. Hoppla, wie? Vorhut, kommt! Vorhut! Ja, gut! Brandenbombe immer! Nein, es ist Konzert! Du, Sammy, sind das wieder Kletterer von Mexiko oder was ist das? Nein, das sind zum Teil Grabser Berger. Aha. Und dann hat es noch so angeschwemmt, die unten. Ja, eben, hä? Also, genau. Betriebsausflug von der Gemeinde Grabs. Zuerst mit dem Postauto auf Wildhaus und dann über Selbl und eben jetzt zum Vorabsee, zum Apero, zum Semi. Wunderschöne Stimmung. Ein Angestellter vom Semi, er kommt aus dem Irak, ist 4 Jahre da und redet auch schon sehr gut Deutsch. Es gefällt ihm hier oben am Vorabsee. Und dann sind es grüppelweise eintrudelt, die Angestellten von der Gemeinde Grabs. Eine super Stimmung, alle miteinander, Schulsekretariat beim Sozialamt und das Grundbuchamt nebendran. Wirklich alles bunt durchmischt, eine super Stimmung. Unter diesen Leuten und aber auch hier am Vorabsee immer wieder schön, das können Sie beobachten. Nicht nur bei schönem Wetter. Ich habe immer gewartet, wann kommt denn der Chef? Ja, die einen sind schon da gewesen. Ja, und dann ist er gekommen, der Niki. Hallo, die Hansi. Ja, Niki. Kannst du noch ein bisschen klettern? Ja, heute jetzt nicht. Heute habe ich es zwar nicht dabei. Gut. Tipptopp. Da muss ich auch nicht mitkommen. Ihr merkt eine lockere Stimmung, eine gute Stimmung zu Grabs. Das ist nicht nur beim Betriebsausflug so. Grabs macht Spass, eben das miteinander. Noch gut, das haben die Hauswerte gemacht. Sind ihr noch ganz viel eingekehrt? Nicht wirklich, nein. Verbeigelt. Aber du, jetzt Peter, es nimmt mich doch mal um. Kennen ihr diese Wände dort hinten? Ist das eben ein Begriff dort, hinter dir? Der Tix, ein Kletterwändchen? Hast du von dem schon gehört? Nein. Ah. Dort, oder mal, dort wenn wir so gerade schauen, dort ja. Über den Bäumen. Und das ist international bekannt, von überall her kommen sie hier. Ja. Der Düssel hat den Absatz. Könnt ihr jetzt hier schon Auskunft geben. Ja, aber uns, so in der Region, ist das nicht so bekannt? Ja, also, für uns nicht, nein. Mir gefällt. Aber er ist unter den Bergsteiger bekannt. Ja, genau. Das ist unglaublich. Der See mit diesen wunderschönen Stimmungen, das Wändchen dort oben, das ihr schon gesehen habt, das ist anscheinend manchmal zu Kanada und sonst in der Welt mehr bekannt als bei uns. Wir kennen zwar den Vorabsee, aber das Wändchen dort oben habe ich voll nicht auf dem Plan gehabt. Ich war hier bei dem Betriebsausflug ein wenig exot. Ich hatte morgen eine Sitzung, musste darum mit dem E-Bike rauffahren. 32 Minuten habe ich gebraucht, aber zünftig musste trampeln. Und wenn ich denke, die gleiche Strecke, ein Trennfahrer damals, bei dieser Strecke Grabs Vorarlb, in 21 Minuten gemacht. Ich habe immer wieder zum Wändchen raufgeschaut. Und eben, ich bin mit dem Velo gekommen. Und wir sind offen zu Grabs. Und der Rüeg Müller hat mir dann voll gesagt, der Schulratspräsident ist ein super Typ, ein flotter Mann, aber sehr bequem. Ein fauler Hund, er ist nicht mitgelaufen. Und ich hoffe, dass das Interview bei ihm bezweckt, dass er ein bisschen mehr Sport betreibt. Da hat er recht, der Jürg Müller. Also da muss ich mir eindeutig merken, es müsste nicht gerade unbedingt das Wändchen sein. Weil es ist, glaube ich, ein bisschen über meine Möglichkeiten, die ich hier noch habe. Aber vielleicht mal am Vorab auflaufen, vielleicht hier mal hinterher laufen. Am Vorab sind entlang hinterher laufen, hat es einen Trampelweg rauf und dann kann man denen dort zuschauen. Wirklich internationale Gäste, die daher können, eben zum Klettern. Und es ist nicht weit. Also ganz ehrlich gesagt, vielleicht etwa in 20 Minuten, in einer halben Stunde ist man dort hinein. Gut, ihr seht, er nimmt jetzt dort wieder einen
Schritter, Kletterer, die sind am Morgen hintergegangen, auf jeden Fall wirklich imposant auf dem Bänkli sitzen und dort ein bisschen zuschauen, die Landschaft geniessen. Ja, Vorarlb macht wirklich Spass, Krebs macht Spass, ja. Und dann habe ich mich da noch mal ein bisschen umgeschaut, habe ein bisschen mitgelöselt, das tun. Ich habe für das Leben gerne und bin wieder zum Niki gekommen. Aber du, Sammy, hast natürlich gedacht, dass als alter Beizer. Weggeentfremdet und so. Nein, super. Aber schön machst du das noch mal 10 Jahre. Weißt, ich bin im 6. Jahr da. Und das ist erst 9 Jahre. Also die meiste Zeit bin ich schon hier da gewesen. So bist du. Ja, machst du so super. Viel schöneren Arbeitsplatz als hier findet man das Grab schon kein. Hoi. Aber dann, Niki, sind wir froh, dass es so sieht, oder? Das ist super. Ja. Obwohl wir im Rathaus natürlich auch einen schönen Arbeitsplatz haben, aber natürlich nicht die schöne Bergwelt, wie der Sammy da hat. Und du willst ja nicht im Rathaus sein, oder? Ah, nicht unbedingt, nein. Ich hatte da einen Schwäbel, der sich aufgeregt hat wegen dem Mineralpreis. Nein. Denkt ja nur dann halt. Da ist eben zu ihrer Kollegin und hat gesagt, na schaut mal, das wunderbare Panorama hier, das ist sensationell. Da hat gesagt, genau darum kostet das Mineral 4 Franken. Bei meiner Art, wie lange haben wir gehabt, bis wir das so hatten, wie es jetzt ist? Das Krebs ist überall schön, ganz eindeutig, kein leeres Wort. Ein Betriebsausflug ist auch etwas ganz Spezielles, übrigens organisiert vom Steueramt. Ein Betriebsausflug, der eben auch neue Erkenntnisse gebracht hat, das Wendli hier, das ist jetzt allen bewusst, das ist international bekannt. Wir haben jetzt gerade so etwas, das ausstrahlt nach Kanada, nach weiteren Überseeländern, überall in Europa. Da könnt ihr Kletterer hierher. Das ist quasi die Boulderhalle vom Voralpsee. Ja, und dann ist es doch weitergegangen, rauf zum Kurhaus. Vielleicht sind wir dann noch mal in der Zeit, die Drehreise. Genau. Au! Ein gutes Leben wohl. Und der Fernsehmann ist ein ganz super Typ. Wir machen dann eben Schlusslicht, ja, wie alle und alle. Es sind immer so viel Betrieb da. Ja, freilich. Echt? Mhm. Also das heisst, sie kommen von überall her, die Leute? Ja? Überall her, ja. Wir sind ein Geheimtipp. Echt unglaublich, gell? Und das sind hier alles Tiroler? Wir sind hauptsächlich Tiroler, Kärntner, Steirer, ah. So eine Österreich-Connection. Okay, ja, da muss ich meine Frau mal daher bringen, die ist auch Kärntnerin. Ja, ein Wahnsinn, hä? Nimm sie mit. Und du sagst Geheimtipp, also die kommen von überall her, extra hier so voral? Die meisten, ja. Und dann muss man sich anmelden, oder wie steht ja, das? Ja, ist nicht schlecht. Gerade am Wochenende sollte man schon vorreservieren. Und offen ist es immer? Sieben Tage? Ja, 7 Tage die Woche, ja. Du, wie ist das, für so etwas zu organisieren? Wohl ist gut gegangen. Keine komplizierten Leute? Nein, überhaupt nicht.